Gut, Erleichterung, ja. Es sind Sachen, die man entscheiden muss, die man muss durchziehen muss. Und ich glaube, es bringt nichts, wenn man es zurückbehaltet. Ich meine, ich bin so ehrlich und was dem SCB gesagt hat, sobald es draus ist, also sobald ich mich selber entschieden habe. Und ich wüsste nicht, wieso ich es noch hätte zurückbehalten sollen. Gut, ich glaube nicht, dass es irgendetwas gegeben hat, wo wirklich den Entscheid nachher gefällt hat. Es war wirklich so, dass es eine lange Zeit war, wo der SCB das erste Mal angefragt hat. Viel zu früh in meinen Augen, aber ich wollte wissen, wo es hingeht, strategisch, also langfristig, mittel- und langfristig mit dem SCB selber. Ich wollte wissen, wer Goalie-Trainer wird. Und ja, schlussendlich bin ich jetzt zweimal auf dem Eis gewesen, bevor ich mich entschieden habe mit dem neuen Goalie-Trainer. Das ist eigentlich eine kurze Zeit. Und eben, schlussendlich haben wir es gemacht so. Für mich stimmt es. Und das ist das Einzige, was zählt. Nein, ich glaube, es kommt sehr gut, also, ja, muss ich ehrlich sagen. Es hat sicher eine Rolle gespielt. Ja. Es ist ein Heimkommen. Ich war doch lange Zeit eigentlich weg. Ich war 9 Jahre zu Davos. Ich werde, wenn ich da fertig bin, 3 Jahre zu Davos, zu Bern sein. Und wird dann eigentlich es ist wie ein Heimkommen. Ja. Das war sicher mit dem Grund, der für Zug gesprochen hat.